Hallo zusammen. Euer erforschter Team Ägypten ist heute wieder für euch da. Wir haben ja wirklich schon jede Menge Sachen erforscht. Aber eine Sache fehlt noch. Wir haben noch nie versucht, in uns selber reinzuhorchen. Ist auch gar nicht so leicht, oder? Kannst du dein eigenes Herz abhören? Nein. Deswegen bauen wir uns heute mal ein echtes Abhörlauschinstrument. Man nennt es auch? Stethoskop. So ein Stethoskop ist wirklich schnell zusammengebaut. Alles, was man dafür braucht, ist ein 60 cm langer Schlauch, ein Trichter, ein Luftballon, egal welche Farbe, ein Klebeband und eine Schere. Aber ganz wichtig ist, dass der Trichter genau reinpasst in den Schlauch. Und schon bauen wir los. Als allererstes schneiden wir den Hals von dem Luftballon ab. So, und dann zieht man diese Luftballonhaut, das obere Ende, über die große Öffnung des Trichters. So, das wird dann aufgespannt, so ähnlich wie ein Trommelfell. So, komm her. So, und einfach einmal darüber gespannt. So, ist ein bisschen knifflig für Kinder. Ich glaube, wir machen es zusammen, oder? Ich halte den Trichter fest und du kannst es einfach darüber spannen. So, und einmal drüber. Wunderbar. Damit es uns jetzt nicht wieder wegrutscht, kann man hier noch eine Runde Klebeband rumkleben. Und dann sieht das Ganze so aus. So, dann wird einfach der Schlauch auf den Trichter gesteckt. Ordentlich reinstecken. So. Und auch hier kann man noch einmal Klebeband rumrum geben, damit hier auch nichts mehr verrutscht. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. War gar nicht schwer, oder? Nein. Jetzt könnt ihr mal das Stethoskop auf euer Herz legen und die obere Öffnung an euer Ohr. Und sofort hört man das Herz schlagen, oder? Ja. Ihr dürft dabei natürlich den Schlauch nicht in euer Ohr reinstecken, sonst könnt ihr euch verletzen, sondern nur ans Ohr halten. Wenn ihr das Ganze mit kleineren Kindern macht, die wirklich versuchen, den Schlauch ins Ohr zu stöpseln, dann könnt ihr hier oben auch noch einen kleinen Trichter aufbauen. Das ist ein kleiner Tipp. So, jetzt könnt ihr natürlich noch viel, viel mehr damit untersuchen. Jetzt könnt ihr mal vergleichen, wie sich ein Erwachsenenherz anhört und ein Kinderherz. Jetzt hör ich mal dein Herz ab. So, einmal über Kreuz. Deins ist lauter. Und deins ist schneller als meins. Dann könnt ihr euch, wenn ihr kleine Geschwister habt, natürlich auch nochmal anhören, wie sich so ein Mini-Herz anhört. Und? Das ist richtig schnell. Oder wenn man sich gerade bewegt hat, wie hört sich dann das Herz an? Viel, viel schneller ist es jetzt. Wenn ihr ein Haustier zu Hause habt, könnt ihr auch mal ganz, ganz vorsichtig probieren, ob ihr vielleicht das Herz schlagen hört oder auch sonstige Geräusche, wie zum Beispiel das Schnurren von einer Katze. Aber bei denen hier hört man gar nichts. Und auch bei euch selber könnt ihr natürlich noch nach anderen Geräuschen suchen. Zum Beispiel an der Lunge, das Atmen hört man sehr schön. Oder beim Bauch, das Brummeln. Oh ja. Natürlich kann man mit so einem Stethoskop auch noch ganz andere Sachen abhorchen. Zum Beispiel, was im benachbarten Zimmer für Gespräche geführt werden. Was machen die Geschwister gerade so? Oder ihr könnt mal am Fußboden lauschen, wie es sich anhört, wenn jemand läuft. Oder am Tisch, wenn jemand drauf klopft. Euch fallen da bestimmt noch mehr Sachen ein. Aber wie funktioniert so ein Stethoskop jetzt eigentlich? In vielen anderen Videos von uns habt ihr schon gesehen, dass Klang auch immer was mit Schwingung zu tun hat. Und in diesem Fall wird zum Beispiel von dem schlagenden Herz hier vorne die Membran in Schwingung versetzt. Die gibt dann wiederum die Schwingung weiter in die Luft, die hier in dem Trichter drin ist. Es breiten sich also Schallwellen aus. Und diese Schallwellen würden durch die Form des Trichters immer mehr komprimiert und dadurch verstärkt. Dann laufen die Schallwellen durch den Schlauch durch, bis an euer Ohr und dort könnt ihr dann das Herz schlagen hören. So einfach ist das. So, jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Nachmachen. Viel Spaß beim Forschen, sagen euch Tschüss. Bis zum nächsten Mal.